Hallo und willkommen, euer Systra ist am Mikrofon. Ich begrüße euch auf meinem neuen Kanal zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator mit dem Promod. Und als erstes gehe ich nochmal ins Profil rein und in den Manager. Entschuldigung, ich esse gerade noch eine Kleinigkeit. Ich zeige euch mal die Mods. Also, da haben wir die Promods, den Map Mod. Das und natürlich den Trailer and Company Pack. Ein Heavy Pack, also schwere Ladung und Überlänge und so weiter. Engines und Transmissions. Entschuldigung, ich habe mir gerade noch was. Eine Kleinigkeit gegessen, das war jetzt keine Absicht. Das ist halt. Also vor allen Dingen ist das für Volvo neue Getriebe und Motoren. Und ein Realistic Graphics Mod habe ich hier noch drauf. Das ist für die Promods, der verbessert nochmal die Grafik. Also da sind die Texturen nochmal besser. So, da gehen wir gleich hier raus. Und dann wollen wir loslegen. Ihr habt gesehen, ihr habt vielleicht jetzt kurz gesehen, ich habe schon eine gefahrene Strecke von 20 Kilometern. Also das ist dieser kleine Tutorial-Auftrag, den man da bekommt, den habe ich schon gemacht. So, und jetzt wollen wir uns gleich mal schön Auftrag suchen und dann mal schauen. Aber vorher zeige ich euch noch, wo wir das Hauptquartier haben. Ja. So. Ah, das dauert jetzt einen Moment mit dem Laden immer. Das ist ein bisschen nervig. So, dann suchen wir uns schnell mal einen Auftrag. Mal gucken, Tosshafen nach Höfen. Scania, das klingt nicht schlecht. 45 Tonnen Glocke. Holstebrühl. Das ist 300 Kilometer lang. Natürlich nicht schlecht. Gleich mal Island finde ich nicht schlecht im ersten. In der ersten Geschichte. Oh, das ist nicht schlecht. Und jetzt weiß ich dann nicht, wie wir da mit der 45 Tonnen Glocke so richtig lang kommen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Tosshafen nach Kolding. Aber Island finde ich schon cool. Ja, der bringt gleich nur 1000 Punkte, auch gute Erfahrung. Das machen wir. Wir fahren die Glocke. Mal gucken, ob wir das mit dem Scania hinkriegen, bei 45 Tonnen Ladung. So, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir hier gleich nicht nochmal was in den Mund stopfe. Ich muss nochmal kurz ins Audio. Das muss ich mal leiser stellen. Das ist mir noch zu laut. Achso, ja, Gameplay wollte ich euch zeigen. Ich spiele ohne Bußgelder. Und ohne Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich wollte aber ins Audio rein. Ich muss das mal leiser stellen. Moment. Ich stelle das mal ein bisschen leiser. Das sollte hoffentlich jetzt besser sein. So. Wollen wir uns mal die Ladung angucken. Boah, krass. Eine richtig fette Glocke hier. Das war ja exzeptionell. Das ist auch noch Überlänge, glaube ich. Ja, das wird ja lustig. So, dann fahren wir mal. Ja, doch, kriegt das gerade ja halbwegs hin. Das klappt ganz gut. Allerdings da in Island so ein bisschen die Berge auch könnte knapp werden, könnte eng werden. Oh ja, der kommt gar nicht weg. Oh ja, der tut sich hier richtig schwer. Da haben wir gar nicht die Motorleistung, glaube ich, für. Oh ja, das wird da, glaube ich, ganz schnell knapp werden. Ein bisschen berghoch, glaube ich, haben wir schon ein Problem. Also das kann sein, dass wir den hier mit dem Scania ja nicht hinkriegen. Dann bleibe ich natürlich auch noch hängen, das war jetzt sowas von klar. Ach Mist, ich das hasse. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, dass wir jetzt tatsächlich rauskommen. Aber hier mit den Überlangen rauszukommen ist echt schwierig, also. Boah! Voller Schirm mitgenommen. Oh, kein Schaden. Aber das wird jetzt lustig. Oh ja. Jetzt haben wir hier schön dunkel, sogar nachts schon.
mach mal ein bisschen Licht mal an. Muss ich hier versuchen, Schwung mal mitzunehmen. Aber es geht, aber das wird jetzt, ich befürchte, nicht so angenehm. Erstmal haben wir Post, da gucke ich mal rein. Ja, genau, die Post über die Volvo-LKWs, dann speichere ich jetzt erstmal schnell. Boah, das ist schon heftig, mit 45 Tonnen Ladung, es gibt noch eine Ladung hier, habe ich mit 75 Tonnen. Ja, ich kann einfach jetzt Play nachher auch noch mal ein bisschen gucken, ob ich noch andere schöne Mods finde, die habe ich in Ladung. Da haben wir jetzt Geschichten etc. Da gucke ich nachher nochmal durch. Aber es geht. Auf 40 km kommt der. Aber das wird, glaube ich, jetzt eine etwas längere Folge. Gerade in Isar, da geht es auch mal ein bisschen berghoch. Aber es geht noch. Der kommt jetzt schon ein bisschen auf Tempo. Aber der hat nicht genug Leistung. Ja, immer schön den Blick ersetzen. Jetzt müssen wir hier rumkommen. Und das wird jetzt richtig böse werden. Das wird jetzt richtig böse, da muss ich jetzt hier drüber ausholen. Das wird jetzt mit der Überlänge hier richtig eklig werden. Kannst nach links legen. Ja. Bleib hängen, das war klar, dass ich das hier nicht kriege. So schnell geht einfach der Auflieger nämlich gar nicht rum. Wie soll das gehen hier? Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das abbrechen müsste jetzt den Auftrag. Alter. Es ist halt, Alter, es ist richtig schön, dass es wirklich Überlänge auch noch und es ist ja dann wirklich richtig eng an solchen Stellen. Dafür ist die Map nicht ganz ausgelegt. Da müssen wir ein bisschen überarbeiten, dass du da nicht so die Probleme hast. Es wird an einigen Stellen in Island auch noch lustig werden. Ja. So, ab nach Isard, Naseus Fjordo, oder wie das Ding heißt. Ich kann das hier nicht aussprechen. Big Bear, 45 Tonnen. Ja, Licht aus, dann schauen wir weiter. Ich speichere jetzt mal, dann geht's weiter. Aber hier wird es halt auch ein, zwei Stellen geben, was lustig wird. So, willkommen in Island, Land des Schnees. Ja, richtig schön. Ja, ist es willkommen im Dreck. Bei mir ist es willkommen im Schnee von Island. Sehr schön hier gemacht. Also unglaublich schön gemacht, was sie hier wirklich gemacht haben. Die Macher von Promods, sehr, sehr schön. Und ich hoffe, die bauen das noch weiter aus. Heftig. 40 km/h, mehr geht nie. Das ist echt scheiße. Das ist ein bisschen Mist. Deswegen möchte ich jetzt hier wirklich den Schwung ein bisschen rumkriegen. Ich hoffe, dass jetzt gleich diese Backoff-Passagen halbwegs meistern. Also wenn das jetzt gar nicht geht, ist schlecht. So, ich schalte mal kurz in die Aussicht. Ich könnte es auch ein bisschen genießen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen still, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, entschuldige ich mal. Ich habe mir gerade einfach schon mal ein bisschen überlegt, welchen LKW wir denn nachher uns kaufen werden. Mit dem Scania könnte ich mich anfreunden. Dann müsste ich aber noch mal ein bisschen gucken, ob es für den auch halbwegs die Motoren gibt. Das müsste man da an vielleicht einen anderen Mod noch nehmen, dass sie nachher ein bisschen leistungsfähige Motoren haben. Weil so gefällt er mir auch ganz gut. Ja, das geht hier bisher ganz gut um die Kurven. Mal gucken. Jetzt geht es ein bisschen berghoch.
Und da geht er gleich schon deutlich runter von den km/h. Und das kann nämlich sein, dass sie den bestimmten Abschnitt vielleicht auch gar nicht hinkriegen. Das müssen wir mal schauen. Okay. Ja, ist natürlich mal genial, der Auftraggeber, der dann natürlich so einen LKW hat, der das gar nicht hinkriegt. Also ich glaube, das hat keinen wirklichen Sinn. Es geht hier ein bisschen weg hoch. Das wird schon unendlich schwer. Echt 10 km/h. Ich glaube, wir werden hier wahrscheinlich um die Kurve gar nicht rumkommen. Ja, Pech haben. Sag mal, der hat nicht die Power. Das kannst du, glaube ich, knicken. Das geht jetzt zwar runter, aber das... Ja, okay. km/h. Wir stehen hier wirklich fast in der Gegend rum. Oh ne, das war der Auftrag, war keine gute Idee. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, es ist doch so. Dass der Truck sich doch so schwer tut, also... Der hinter uns steht. Im Rückspiegel, der hinter uns steht. Mit 30 km/h hochfahren. Ist das herrlich. Normalerweise müsstest du hier auch einen Gang runtergehen. Das ist einfach mal genial. Wenn es echt ein bisschen steiler wird, glaube ich, wird es schon schwierig. Oh, brauchen hier ewig, ey. Das ist. Ach nee. Das war mal Blödsinn, also. Ich könnte mir vorstellen, gleich wird es das gewesen sein. Wie alle uns stehen. Ja, alle. Ah, für die alle hinter uns stehen, ist das herrlich. Wir kommen hier zwar hoch, aber das sind diese 13 Kilometer, da brauchen wir ewig. Wie viel Zeit haben wir? 18 Stunden, ja. Die werden wir auch, glaube ich, brauchen. Mit dem 5 hier hochzufahren ist natürlich Blödsinn. Müsste fast überlegen, hier sequenziell zu fahren, weil das ist jetzt Mist. Ich muss, glaube ich, hier das umstellen dafür. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen voran. Pass mal auf, Leute. Ich werde mal was umstellen. Das hat so keinen Sinn. Und zwar. War das im Gameplay? Was ist das jetzt? Muss ich gucken, einfach Automatik. Und zwar, ich nehme jetzt hier sequenziell das Getriebe rein. Muss mal ganz kurz gucken. Die Tasten und Knöpfe, wie das eingestellt ist, wahrscheinlich umschalt STG, genau. Das ist gut. Das speichere ich jetzt, dass ich nämlich auch zwischendurch mal runterschalten kann, weil die Automatik ist hier ein bisschen hohl. Ist hier leider ein bisschen dämlich, die Automatik. Also, jetzt hätte mir das nämlich so an. Ich schalte jetzt nämlich einen Gang runter. Drehe nämlich jetzt richtig raus. Jetzt geht es in die 5 und versucht er jetzt zu drehen. Weil er nimmt hier total einfach zu viel Gänge zum Teil. Also kriegen wir ein bisschen Schwung rein. Die Automatik kannst du hier ein bisschen vergessen. Ja, das ist doch besser. Ab 9. jetzt geht's. Jetzt geht's doch. Also das musst du echt sequenziell fahren. Das kannst du in der Automatik knicken. Speichere ich mal, denn das hier denken, aber das ist sequenziell, macht das mehr Sinn. Da geht der noch ein bisschen besser ab. Ah, verdammt. Das habe ich nämlich befürchtet hier jetzt. Nämlich umzukommen mit, glaube ich, eine richtig schwierige Angelegenheit. Nein. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass ich jetzt natürlich meinen.
hier schalten muss. Ja, ich lade jetzt aber nochmal. Das war ein bisschen Mist jetzt. Ah, das ist richtig schwierig. Ich habe es befürchtet, genau in die Ecken. Das wird richtig schwierig, hier rumzukommen. Hier haben wir noch so. Ich habe da noch Ende so eine Ecke. Wie du jetzt schon 15 Minuten dieses Grab mal hier rein. Also, das war eine ziemlich blöde Entscheidung, diese Glocke zu fahren. Ah, da brauchst du schon ein bisschen mehr Leistung zu. Das ist mit Automatikgetriebe. Also, mit 6C geht das immer noch. Also, Automatikgetriebe ist aber schlecht. Solchen Geschichten. So, müssen wir warten, bis es ja geladen hat. Das dauert dann immer wieder ein bisschen. The Big Bear, Dorshaven, nach Höven. Ja, immerhin. Ich muss sie aber tatsächlich ausholen, weil sonst kriege ich diese Kurve nicht. Das ist echt schlimm. Das ist halt mit den Überlegen, das ist halt echt ein Problem. So. Jetzt haben wir es hinbekommen. Jetzt klappt es. Ich muss richtig ausholen. Okay, das muss ich lernen. Ich bin das hier nicht so gewohnt mit diesen Überlegen. Sequenziergeschichte macht Laune. Ja, doch. Ist nicht so schlecht, die Sequenzier zu fahren. Lässt sich gut machen. Ist mit dem Rückwärts so ein bisschen sehr komisch. Vielleicht die nächste enge Stelle. Vielleicht mich nicht so super ausholen kann. Wow, verdammt. Dann bleibe ich natürlich an dem anderen Ding hängen hier. Ah, ganz toll. Das ist ekelhaft. Muss mich immer noch mal jetzt kurz dran gewöhnen. Von den Rückwärtsgängen her. Ah, muss der jetzt hier lang fahren? Na, fahr! Das war jetzt immer Blödsinn. Ich komme hier befürchte ich fast gar nicht rum, oder? Du bist nicht über die Leitplanke zu fahren. Ist das schlimm? Ist das bescheuert? Kommst da gar nicht rum. Was das Ding ohne Schaden jetzt zu kriegen, wird sehr, sehr schwierig, muss ich schon mal sagen. Das ist ein Krampf hier. 283 Kilometer haben wir immer noch. Und das ist ein Krampf. Aber was macht mal Laune? Ist mal was anderes. Ich gehe mal den ersten Gang runter. So, sehr schön. Hör mal, was das macht. Mach mir jetzt auch mal Laune, mit Sequenz zu fahren. Entschuldigung. Bin noch ein bisschen in der Kette, bin noch nicht ganz fit. Von der kleinen Mini-Grippe, die ich jetzt hatte. So, aber ansonsten, Leute, genießt Island. Ich würde jetzt mal in die Außensicht gehen, aber ich muss mich hier drauf konzentrieren. So ein bisschen, dass ich hier die Drehzahlen sehe. Aber jetzt können wir so ein bisschen mehr auf Schwung, also mit einem Automatikgetriebe ist das schlecht, weil der einfach viel zu hoch im Gang ist. Aber diese schönen kleinen Brücken hier sind auch einfach cool. Nach Gang 9. Ach, es geht doch gut. Hier werde ich jetzt, glaube ich, runtergehen müssen. Achten Gang, dass der hier ein bisschen Schwung kriegt hier drüber. Wunderbar. Sind zumindest gleich in der nächsten Stadt. Jetzt können wir noch ein bisschen voran hier jetzt mal. Gang zurück und ab damit. Macht Laune. Also macht Laune mit Sequenz. Ich fand immer so mit Automatik, aber das macht Laune. Das Video geht jetzt schon 20 Minuten. 20 Minuten bis hierhin. Also ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen in der Zwischenzeit. Das ist echt Krampf. Also die Glocke war keine gute Idee. Ich habe aber auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass es sich hier tatsächlich so schwer tut, die Geschichte. Jetzt haben wir ein bisschen Speed hier. Ich werde jetzt hier mal kurz speichern.
Also müssen wir das irgendwie nach Hause kriegen jetzt, die Geschichte. Also das müssen wir jetzt durchkriegen hier. Jetzt fahre ich hier mit 77 durch die Stadt, ey, ist das herrlich. So, ich kriege ich auch die Kurve so halbwegs. Dass ich den Schwung ein bisschen halten kann. Oh, kleiner Leck hier. Mal kurz gehen zurück, dass wir wieder ein bisschen mehr Schwung kriegen hier. Immer noch einen neunten. Mal gucken, wie sich das jetzt hier so ausgeht. So, geht doch gut. Jetzt geht es doch halbwegs gut voran. 240 haben wir noch. Aber sequenziell geht das. Also bei den Schweren muss ich tatsächlich sequenziell fahren, sonst ist das Mist. Sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Ja, das geht um 8 gut. Das Gehuste nervt ein bisschen. Möchte ich mich auch für entschuldigen für das Gehuste. Da muss ich doch einen Gang runter. Noch einen Gang runter. Ja, ich rede jetzt gerade nicht so viel. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren jetzt auf die Gänge, auf die Straße. Das ist hier nicht so ohne. Okay. Muss ich drauf bleiben? Das ist ja nicht so gut. Kann man hier schon wieder mit 40 km/h durch die Kante? Das ist echt schlimm. Aber wir haben auch nur noch 220 km vor uns. Das ist eigentlich nicht so, wie ich normalerweise fahre, aber. Entschuldigt bitte, ich muss mich hier gerade doch sehr konzentrieren auf die Geschichte. Ich speichere doch mal jetzt sicherheitshalber kurz zwischen und mache jetzt doch folgendes. Pass mal auf, Leute. Ich mache jetzt folgende Geschichte. Ich werde den Auftrag jetzt tatsächlich alleine zu Ende fahren und werde jetzt die Folge hier und jetzt beenden, weil die wird sonst einfach viel zu lang. Wir sind jetzt schon bei 23 Minuten und es dauert so zu lange. Also, liebe Leute, ich beende jetzt die Folge hier. Werde den Auftrag jetzt alleine zu Ende fahren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und vielleicht noch das eine oder andere Kommentar. Das würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.